Regensburg ist ja die mittelalterliche Stadt in Deutschland, die am besten erhalten ist. Der perfekte Ort also auch für ein Bürgerfest mitten in unserer herrlichen Altstadt. Und in diesem Jahr gab es ja auch noch Jubiläum zu feiern. Das Motto lautete 40 Jahre Bürgerfest, gelebte Kultur, geliebte Stadt. Los ging es am Freitagabend mit der offiziellen Eröffnung auf dem Domplatz mit Oberbürgermeister Hans Scheidinger. Er hat auch traditionell das erste Fass angezapft. Zur Eröffnung gab es auch gleich ein musikalisches Highlight, und zwar die Bayernhymne, gespielt auf einem sogenannten Carillon auf riesigen Glocken. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Film Willkommen bei den Stieß. Ja, und herzlich willkommen haben die Regensburger zum Beispiel auch Alfons Schubeck geheißen. Der Münchner Starkoch war am Bürgerfest mal musikalisch unterwegs und rockte mit seiner Band Helmut Reinhardt and Friends. Genauso wie die vielen Bands gehört natürlich auch das leckere Essen zum Regensburger Bürgerfest und die vielen Aktionen in der ganzen Altstadt. In der Maximilianstraße zum Beispiel sind das ganze Wochenende schon Straßenkünstler aufgetreten. Umsonst, nur das obligatorische Hutgeld musste natürlich sein. Ich bin mir sicher, die Regensburger werden heute noch lange weiter feiern. Wenn es dunkel wird, gibt es auch noch ein großes Abschlussfeuerwerk, und das auf jeden Fall zu Recht, denn dann müssen wir wieder 2 Jahre warten bis zum nächsten Bürgerfest. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.